Ja, im Khartoum beginnt der wirklich schwarze Kontinent. Da, wo der weiße Nil in den blauen Nil fließt. Das ist ein typischer Sudan-Neger. Mr. und Mrs. Mostyn, willkommen auf der Lotus. Möchten die Herrschaften ihre Kabinen besichtigen? Mein Name ist Follett Folks. Miss Follett Folks. Wissen Sie, manche Menschen sind abergläubisch. Sie glauben, ein Geistlicher an Bord bringt Unglück. Wir werden Ihnen beweisen, dass das auf unserem kleinen Raddampfer nicht der Fall sein dürfte. Sie redete allerhand melodramatisch Unsinn, von wegen sie würde uns niederschießen. Ich möchte 1000 Pfund von dir. Bestechungsgeld. Unsere liebe Kay hier hat viel zu viel Geld. Mehr als gut für sie ist. Und viele Leute haben zu wenig und können etwas von Kays Geld gut gebrauchen. Es ist noch nicht zu spät. Wir können immer noch von Bord gehen. Nein, Liebling, wie kann ich dir nur begreiflich machen, dass das ist, was sie will? Sie würde uns doch nur wieder folgen. Ich wollte nicht beide töten. Nein. Einer sollte länger leiden. Würde sie bitte so liebenswürdig sein und sich von meiner Strecke weiterheben? Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie so ein Dokument oder so einen juristischen Kram durchgelesen. Es ist doch eine herrliche Schiffsreise, nicht wahr? Es macht dir nichts mehr aus. Beiden nicht. Es stört sie nicht mehr, ob ich hier bin oder nicht. Dieser Mellow Schwitschway hat sich alles gekauft, die Politiker, die Regierung. Und zum Schluss, als er alle großen Konzessionen hatte, hat er damit nicht versucht, das Land weiterzuentwickeln. Aber schon den halben Abend über Verbrechen sinnieren. Finde ich, wir sollten diesbezüglich auch Ihre Tante in Betracht ziehen, Christine. Eine kleine Dosis Arsen wäre doch nicht schlecht. Ich möchte noch etwas zu trinken, Mitternacht oder nicht Mitternacht. You are my man. You belong to me. Ah! Jetzt bleiben Sie mal ruhig. Es war nur kein Unfall. Aber Madame, sie ist tot! In ihrem Bett! Sehr böse. Auf unserem Schiff ist noch niemals sowas passiert. Ich möchte ihr meine kleine Pistole ganz dicht an die Schläfe halten und dann ganz langsam abdrücken. Aber die liegt ja beinahe neben meiner. Man hätte mich umbringen können. Ein Irrtum wurde begangen. Je vous demande, mademoiselle, où est votre cabine? Wie lange waren Sie denn bei ihr? Ich war die ganze Zeit bei ihr. Ich würde Ihnen schlecht in den Kram passen, wenn er plötzlich abplatzt, eh? Sie sind ein Fanatiker. Sie wollen ein neues Jerusalem auf Englands grünen Wiesen. Und das braucht viel Geld. Zu einem Mord. Meinen Schall? Was für eine Unverschämtheit. Ich möchte Ihre Nichte heiraten. Jetzt haben Sie wohl völlig den Verstand verloren, junger Mann. Es kommt der Tag, an dem ich Sie Tantchen nennen werde. Sie wenigstens und hören Sie zu, wie die Sache läuft. Nein, ich will mit dieser Sache nichts zu tun haben. Ich biete Ihnen Geld an. Für die Wahrheit. Wie viel wollen Sie, Louise? 1000 Pfund? 2000? Oh Gott! Diese ewigen Schießereien. Alles ist eine Belästigung. Sie weiß, dass zu ihrem Smith ein Bindestrich gehört. Und wer hat ihr das gesagt? Ich. Merken Sie, wie wir der Wahrheit langsam näher kommen? Er lehnte sich in den Korbsessel zurück und presste ein Taschentuch, vollgesogen mit irgendeiner roten Flüssigkeit, an sein Bein. Er verließ sich dabei auf die Hilfe und Geistesgegenwart eines anderen, seiner Partnerin. Ich weiß schon, warum man nicht töten darf. Weil wenn man es einmal gelernt hat, dann kann man damit nicht mehr aufhören.